Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und das hier, das ist die Laura. Eine Sache, die Laura immer wieder macht, ist mich verblüffen mit Dingen, die sie mir beibringt, die ich so noch niemals oder noch nicht in genau der Art zumindest gehört habe. Eine Sache, die du einfach mal aufgezeichnet hast, ist das da. Es geht nämlich darum, was Frauen wollen, was für einen Mann wichtig ist, zu sein für eine Frau. Kann man das so sehen, dass der Mann das Schiff ist? Und die Frau ist der Passagier. Die Frau, die möchte sich natürlich das Boot aussuchen, wo sie Dinge sieht, Abenteuer erfährt, um die Welt reist. Die Frau ist nämlich ein tief emotionales Wesen und hat ein sehr breites Spektrum an Emotionen und möchte dieses Spektrum auch leben. Und nicht nur Freude, sondern auch Eifersucht, Wut, Glück, Ekstase. Frauen wollen gerne verschiedenste Emotionen leben, so viele wie möglich und ganz intensiv. So sind wir Frauen halt irgendwie aufgebaut. Und deshalb suchen wir uns natürlich das Schiff aus, was uns das alles auch geben kann. Es gibt ein paar sekundäre Faktoren, was Frauen wollen. Ein gutes Aussehen, Sicherheit, also dass der Mann Sicherheit gibt, dass der Mann sozialen Status hat und dass er auch loyal ist. Das ist allerdings aber sekundär. Es gibt viel wichtigere Faktoren und das sind die primären Faktoren. Selbstbewusstsein natürlich. Also Frauen mögen selbstbewusste Männer, die männlich sind und die stark sind und die das auch ausstrahlen. Humor. Dadurch kann man ganz viele positive Emotionen auslösen. Humor wissen wir alle, jeder mag Humor und Lachen ist etwas Schönes. Und wenn man gemeinsame Erfahrungen macht und da eben positive, glückliche Emotionen mit verbunden sind, dann verbindet das auch ganz stark. Abstand und Bindungslosigkeit, das würden Frauen so niemals zugeben. Was ist der Grund, warum wir auf Arschlöcher stehen? Es ist nicht, weil wir auf Arschlöcher stehen, sondern wir stehen tatsächlich auf diese Tatsache, dass dieser Mann, dieses Arschloch, eben Abstand möchte und bindungslos und unabhängig von uns ist und nicht bedürftig ist. Das heißt, er hat einen eigenen Sinn im Leben, er ist nicht auf uns fixiert, sondern hat ein eigenes Ziel und eigene Träume und ist eben nicht bedürftig. Und das zieht uns Frauen ganz stark an. Was Sie ja letztens gemacht haben, Laura, damit habe ich dich auch so ein bisschen überrascht, war, dass ich auf Facebook live gestreamt habe und dich einfach mit ins Video genommen habe. Ja. Und was ich dann gesagt habe, ist, dass Laura Gratisberatungen gibt und damit haben wir, da haben wir vorher drüber gesprochen, sie hat sich so ein bisschen dagegen gewehrt, aber dann habe ich es einfach gemacht und dann hatte sie keine Wahl. Das Problem war, dass sich dann wirklich fast 100 Leute darauf gemeldet haben und dass sie heute immer noch dabei ist, die Leute zu kontaktieren. Also falls du dich schon gemeldet hattest, dann sorry, falls du noch keinen Kontakt zu Laura aufgenommen hast, beziehungsweise falls sie noch keinen Kontakt zu dir aufgenommen hat. Für jeden, der sich fragt, worum geht es überhaupt, Laura ist Life-Coach, das heißt, solche Themen wie eben, wie der Mensch funktioniert, wie du findest, wofür du gedacht bist auf der Welt, wie du Selbstliebe findest, wie du eben auch, sagst vielleicht selbst auch nochmal mehr, was du machst. Ich beschäftige mich überwiegend mit der Wahrnehmung und Kommunikation und Selbstliebe, das heißt, wie du von anderen verstanden und geliebt wirst, wie du in erster Linie auch erstmal dich selber liebst, weil wenn du dich nicht liebst, dann warum soll dich irgendjemand anders lieben? Das heißt, erstmal musst du dich lieben und wertschätzen, damit andere dich auch lieben können und damit andere dich verstehen können. Also wie du kommunizierst und wie du eben gesunde Beziehungen führst, nicht nur in einer Partnerschaft, sondern auch zu sämtlichen Menschen um dich herum. Wie du eben auch authentisch bist, das nach außen tragen kannst und eben den Mut hast, deine Träume zu leben. Wer sich da noch nicht gemeldet hat, ich habe Laura jetzt davon überzeugt, dass sie eben nochmal Gratisberatungen macht, auch wenn sie gerade alle Hände voll zu tun hat. Sie schnauft gerade, sie atmet gerade, weil sie einfach gerade wirklich ein bisschen Overload hat. Aber ihr kriegt über den Link in der Infobox Gratisberatungen mit der schönen Frau neben mir zu all solchen Themen. Wow, die letzten Tage war wirklich nicht so viel los. Also vor allem gestern und heute war nicht so viel los. Wir haben uns verkrochen, weil die schöne Frau ist zurzeit krank. Was hast du nochmal? Eine Nierenentzündung. Oh, und die ist ziemlich ernst. Der Arzt hat gesagt, wenn du nicht sofort ins Bett gehst, dann hacke ich dir alle Gliedmaßen ab und dann musst du ins Bett. Oder sowas ähnliches, oder? Hat er gesagt. Ja, so ähnlich. So ähnlich, ja. Deswegen hat sie den Tag gestern im Bett verbracht und behaltet es für euch. Aber ich habe ihr einfach Gesellschaft geleistet und habe gestern einfach im Bett mit ihr gechillt und gelernt, statt viel zu arbeiten. Aber behaltet das für euch. Naja, und dann heute gearbeitet und gelernt und vor allem strukturiert, ja. Eine Sache, die niemals zu kurz kommen darf, ist das Planen und das Ordnen. Und heute habe ich sehr viel eben meine Unternehmungen geordnet. Laura kam mir wieder rein und guckt so ganz neugierig, was macht der denn da? Was wir gemacht haben oder was ich gemacht habe, war eben auch meine Unternehmungen und meine Beteiligungen alles so ein bisschen zu strukturieren, zu gucken, wo mache ich was, wie kann ich die Sachen simplifizieren, optimieren, effektiver gestalten, effizienter gestalten. Und da habe ich heute einfach mal einige Stunden dafür aufgebracht. Parallel habe ich mich auch mit dem Thema YouTube-Wachstum beschäftigt und möchte gern 100.000 Subscriber erreichen. Warum? Weil das voll
abgefahren wäre. Einfach 100.000 Subscriber. Lass mir mal einen Kommentar da, ob du glaubst, dass dieser Kanal 100.000 Subscriber haben sollte. Ob du findest, dass das eine gute Idee ist. Oder ob du sagst, nö, ich möchte lieber, dass der klein bleibt. Ist ja auch eine legitime Meinung. Schreib's mir mal in die Kommentare. Ja, und dann, was wir gemacht haben, ist, wir haben natürlich gekocht zu Hause und gegessen. Und das finde ich ganz spannend. Ihr wisst ja, die 250-Euro-Challenge. Wir haben ja schon September. Und ich bin nicht gut da drin. Ich habe ehrlicherweise nicht getrackt, wie viel Geld ich schon ausgegeben habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jeden Euro 7-mal rumdrehe, seit September ist. Gerade eben habe ich schon zu Laura gemeint, oh, ich habe nur noch 70 Euro dabei. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das ist ja auch kein Problem, weil du gibst ja eh kein Geld aus diesen Monat. Ah, shit, stimmt. Eine Sache, die mir durchaus ein etwas mulmiges Gefühl macht, aber bei der ich trotzdem noch extrem heiß bin, das ist Krypto nach wie vor, das heißt Coins. Nämlich hat jemand oder mehrere Leute wahrscheinlich gemeinsam insgesamt 12 Milliarden Dollar aus dem Kryptomarkt, aus den Kryptomärkten rausgenommen, und das hat dafür gesorgt, dass alle prozentual extrem runtergefallen sind, nämlich so zwischen, lasst mich nicht lügen, ich glaube zwischen 6 und so ungefähr 20% habe ich alles gesehen. Unter anderem ist mein Investment um 15% ungefähr gefallen, nämlich von circa 2200 auf ungefähr 1950, circa 1900 sogar, nur ungefähr. Und es ist auch schon wieder gestiegen und wieder gesunken, aber das ist okay. Wir wissen ja über die Volatilität der Märkte, wenn es um Coins geht, schon lange Bescheid. Aber das Spannende ist einfach, ich bin überzeugt davon, dass es langfristig hochgeht. Ich weiß ja, dass man, wenn die entsprechend günstig sind, wenn es also runtergeht, dann ist der Zeitpunkt, wo man noch mehr kauft. Deswegen habe ich sofort noch mehr gekauft. Also noch nicht, aber ich werde jetzt nochmal gucken. Nochmal eine kleine Summe von voraussichtlich 1000 Euro oder so. Und wenn die Preise dann noch weiter runtergehen oder auch hochgehen, wie auch immer, werde ich danach nochmal 1000 investieren. Warum mache ich zweimal 1000 statt einmal 2000, um das Risiko so ein bisschen zu verteilen? Sehr spannend auf jeden Fall. Ich sage euch auf jeden Fall auch weiterhin, wie es läuft. Lasst mir mal einen Daumen hoch da, wenn ihr auch manchmal einen Samstag zu Hause verbringt, am liebsten vielleicht mit eurer Freundin oder eurem Freund. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Meinung ist zu 100.000 Abonnenten. Wir laufen jetzt ein bisschen über die Kö und ich zeige euch mal, wie die Kö, also die vielleicht reichste Straße in Deutschland, wie die aussieht hier in Düsseldorf. Eine der ersten Sachen, die ich gemacht hatte, als bei mir damals das erste Mal jeden Monat mehr als 10.000 Euro aufs Konto gingen, das war, dass ich nur noch auswärts gegessen hatte. Ich hatte von vorher irgendwie, wo ich 400 Euro oder sowas im Monat für Essen ausgegeben hatte, dann nachher auf einmal über 1500 Euro im Monat für Essen ausgegeben. Und ich weiß ja nicht, wie viel ihr so ausgebt, aber für mich war das richtig viel Geld damals. Aber es war halt für mich quasi auch irgendwie egal, weil ich einfach gesagt habe, ich mache ja eh so viel Geld. Und spannenderweise wurde das Geld, aber wie das so ist im Geschäftlichen, auch irgendwann mal wieder weniger und dann auch wieder mehr. Aber vor allem in der Phase, in der es weniger wurde, da hat es dann dafür gesorgt, dass es mit dem Essen und mit dem Geld auf einmal knapp wurde. Und dann habe ich gedacht, holy fuck shit. Nach dem ersten Mal so viel Geld macht, dachte ich so, ja, ich bin für immer reich und alles ist egal, ich bin durch, keine Probleme mehr. Aber als es dann wieder weniger wurde, dachte ich so, fuck, okay, vielleicht bin ich doch noch nicht durch. Dann wurde es wieder mehr und ich fing wieder an, auch mehr Geld auszugeben. Und dann habe ich gemerkt, oh yeah, ich bin reich, ich bin für immer durch, alles ist egal. Und dann wurde das Geld wieder weniger und dann wurde es wieder knapp. Und habe ich wieder gemerkt, oh fuck, shit, es wird schon wieder weniger. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir selber zu überlegen, weißt du was, das Geld zu haben kommt eben nicht davon, dass du noch mehr machst. Das war früher meine Einstellung, ich mache einfach noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber dann habe ich auch immer noch mehr ausgegeben. Und jetzt ist meine Einstellung eben auch dazu, das ist schon seit langem so, aber es war auch schwer, das umzusetzen. Und jetzt in den letzten Monaten klappt es tatsächlich sehr gut. Jetzt ist meine Einstellung dazu, das Geld dann auch tatsächlich, selbst wenn es gerade extrem gut läuft, einfach nicht auszugeben. Oh, guck mal, was wir hier gefunden haben. Ein Audi R8. Guck mal da, der Bad Boy. Brumm, brumm, da kommt er. Nice. Schönes Auto auch. Grüße gehen raus an Lars Müller, der auch ein großer R8-Fan ist. Find's auch ein schönes Auto. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wie sieht's bei euch aus? Werden bei euch, wenn ihr mehr Geld ausgibt, die wenn ihr mehr Geld macht, auch die Ausgaben mehr? Das ist das Parkinson'sche Gesetz der Ausdehnung. Das Parkinson'sche Gesetz der Ausdehnung, sehr schön. Gilt genauso für Zeit wie für Geld eben auch. Wenn du dich an deinen Lebensstandard gewöhnst, dann versklavst du dich selbst, wenn du nicht 100% automatisierte Prozesse hast für deine Einnahmen. Nice. Das merke ich mir. Schaut mal, Freunde, überall, alles hier, Philipp Plein, ja, Karl Lagerfeld. Das Einzige, was ich da sehe, ist Bitcoins, Ethereum, Bitcoin Cash, Dash und alle anderen.
Währungen, in die ich gerade investieren möchte. Vielleicht könnt ihr das ja nachempfinden, wenn ich jetzt daran denke, in Immobilien, in was auch immer sonst zu investieren, wo ich eben im Jahr meine 10% oder sowas Zuwachs habe. Dann habe ich immer so ein Gefühl von, ja, das lohnt sich nicht, dann kann ich das Geld genauso gut auch verleben. Logischerweise ist das kein smarter Gedanke, aber das ist ein Gefühl, was ich habe. Wo ich aber sehe, wie extrem viel Wachstum in den Kryptowährungen liegt, da sage ich einfach, fuck. Das ist das erste Mal, wo ich sehe, wie viel das wirklich wert sein kann in so kurzer Zeit, wo es mir das auch wert ist, tatsächlich dann das zu sparen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, warum ich überhaupt in letzter Zeit so sparsam geworden bin, ist, weil ich einfach sehe, wie extrem die Möglichkeiten sind in den Kryptobereichen. Wenn ihr selber noch nicht sicher seid, wie man das macht, könnt ihr gerne mal auf YouTube nach Dr. Julian Hosp suchen. Der hat das sehr gut erklärt. Dr. Julian Hosp. H-O-S-P. Sehr smart erklärt und sehr einfach erklärt für jeden da draußen und zum Nachmachen geeignet. Julian, wenn du das siehst, Dankeschön. Und einer der Gründe, warum ich nach Düsseldorf gezogen bin, weil die Leute immer wieder in den Kommentaren schreiben, Manuel, warum wohnst du jetzt in Düsseldorf? Das ist einfach die Tatsache, dass wir seit wie lang laufen? Seit 10 Minuten? Ja, vielleicht seit 20 Minuten. Und wir sind schon an der Kö. Wir sind quasi gefühlt einmal durch die halbe Stadt gelaufen. Jetzt schon, weil die Stadt einfach so kompakt ist. Du erreichst alles und jeden, was du brauchst, wenn du treffen willst, innerhalb von Minuten. Im Gegensatz zu Berlin, wo es ewig lang dauert. Absoluter Lifehack, absolut empfehlenswert. In eine kleine Stadt zielen, in der es viel gibt, die auch, sagen wir mal, wirtschaftlich und vielleicht auch politisch und auch in anderen Aspekten einfach relevant ist. Und kleine, relevante Städte, das sind für mich echt praktische Städte auch. Freunde, ich sage es euch, es ist so krass. Ich kann meine eigenen Gedanken beobachten. Ich sehe da drüben Louis V, Tiffany, Vempe, Rolex, Mont Blanc. Ich habe gerade zu Laura schon gesagt, ich wollte mir einen Mont Blanc Stift holen letztens. Aber ich sehe in meinem Kopf, sehe ich keinen Mont Blanc Stift mehr. Ich sehe nur noch Krypto, dies, Krypto, das. Ohne Scheiß. Also wenn die paar Tausend, die ich da jetzt reingesteckt habe, wenn sich das so entwickelt, wie ich möchte, dann werde ich da in nächster Zeit so viel Geld reinstecken, dass ich mein Auto einfach erst einmal noch nicht holen werde, sondern das ganze Geld einfach da reinknalle. Weil wenn sich das jeden Monat um 50% steigert, Freunde, absolut Explosion. Ja, also wir werden natürlich nicht alles Geld da reinstecken, wissen wir beide, also du und ich, und du weißt das auch. Aber einen großen, signifikanten Teil, den werde ich da schon reinballern. So, jetzt aber genug von den Krypto-Investments. So, meine lieben Freunde, jetzt haben wir echt ewig gelabert, jetzt haben wir viel erzählt. Ich hoffe, es war auch mal was Sinnvolles dabei zwischendrin noch. Und für heute ist genug. Ihr wisst ja, wie immer, alle Links, die euch jemals interessieren könnten, findet ihr in der Infobox. Und lasst uns gemeinsam Like Squad hier den Like-Button hauen für den jungen Mann, der da hinten sich rumdreht und nochmal guckt, filmt der da tatsächlich sich selber im Laufen? Ja, junger Mann, ich filme mich selber im Laufen. Guckt der immer noch? Ne? Und deswegen, Like Squad, ja, also ordentlich den Like-Button verprügeln. Und wenn ihr der Meinung seid, 100.000 Abonnenten wäre fair, dann Zeilen mit Freunden in die Kommentare schreiben und ab dafür, let's fucking do it. Ich habe richtig Bock drauf, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Attacke. Was da kommt. Das ist ein gutes Ende für heute. Bis morgen.